Naja, aber es ist doch ihr Auto und es ist die Polizei, da musst du dich doch verhaften. Polizia! Polizia, das ist doch... Ah! Der Herr, das... Hallo? Ja. Kriegen Sie den denn wieder hin? Ah! Ja. Ah! Ah! Da ist er wieder bei Bewusstsein. Ah! Oh, oh. Nein! Oh, Herr Medi, guten Tag für Sie. Alles gut bei Ihnen? Oh, nicht so gut. Geh weg von mir, nicht schon wieder jetzt! Der Herr ist... Na! Ich will jetzt das, mal ganz kurz... Das ist ja ein Anschlag auf mich gewesen. Das müssen Sie jetzt gleich untereinander erklären als allererstes. Beruhigen Sie sich doch erstmal. Ich werde mich umbringen, ich weiß nicht warum. Am besten ist, Sie setzen sich erstmal hin. Haben Sie Kopfschmerztablette? Kopfschmerztablette nehme ich dabei, weil ich muss mal. Ich habe irgendwie eine Stoßstange. Ja, passen Sie auf, ich bin über die Straße gegangen. Ich habe noch gerufen, Polizia, damit er hier kommt. Und dann habe ich eine Stoßstange, die hat schnurstracks auf mich zugehalten. Ich konnte nicht mehr wegspringen oder irgendetwas. Und ich habe voll die Stoßstange gefressen. Ich habe ein Brummen im Kopf, das kannst du nicht vorstellen. Ja, man rennt doch nicht einfach so auf die Straße. Das klären Sie bitte danach. Ich würde Sie gerne einmal mitnehmen ins Krankenhaus zur allgemeinen Kontrolle. Sagen Sie, haben noch Kopfschmerzen? So Brummkopf habe ich. Okay, Sie haben noch einen Brummkopf, okay. Ich denke mal nicht, dass das jetzt ein großes Problem sein wird. Wo ist es, wenn ich den mal mitnehme? Ich werde Sie dann begleiten, damit ich mit dem Herrn noch sprechen kann im Nachhinein. Ja, du brauchst nicht mit mir sprechen, du wolltest mich umbringen, Mann. Nein, dann, ich erkläre Ihnen das gleich, wenn Sie wieder dann steigen okay Sie sind. Mal am besten bei mir ein. Vielleicht sollten dann wir noch weiter fahren, ins Krankenhaus hinzufügen, hinzurufen. Ja, mein Schädel brummt so. Keine Sorge, im Krankenhaus haben wir was dagegen. Das Problem ist, bevor ich Ihnen jetzt halt irgendein Medikament verschreibe, möchte ich halt mal ganz kurz wissen, was jetzt überhaupt mit Ihnen los ist, weil, selbstverständlich. Ich weiß ja nicht, was los ist und ich kann Ihnen ja jetzt nicht wild was ist, wenn ich eine Gehirnerschütterung habe? Ich sag mal, so eine Gehirnerschütterung ist im Prinzip nichts Schlimmes. Aber dann ist mein ist Gehirn natürlich geschüttert. Ist schmerzhaft, aber das geht. Ich hatte noch nie so Kopfschmerzen, ne? Wie gesagt, das regeln wir jetzt ich gleich. Ich hab voll das Metall, das hat so richtig geklatscht, ne? Ich hab das voll in die Fresse gekriegt. Wie gesagt, das kriegen wir hin. So. Ich hoffe. Hier reinlaufen? Ja, ich komme sofort hinterher. Alter. Hier, kommen Sie mal mit. Wir setzen uns mal erst drüber. Alter! Wir setzen uns erstmal erst drüber ins einfache Bahnhof. Dann werde ich es einmal abtasten und dann werden wir mal schauen. Selbstverständlich. Einfach mal erst Otto, vielen Dank für 6 Monate. Danke für den Resub. So. Vorsicht, ich werde mal ganz kurz so ein bisschen den Kopf ein bisschen abtasten. Wenn da irgendwas wehtut, sagen Sie Bescheid, ne? Nee, ich sehe auch nichts. Wenn Sie gegen die Schläfe so drücken, das schmerzt es irgendwie. Gegen die Schläfe? Okay, also hier, da in der. Nee, ja, nicht nochmal bitte. Ja, okay. Das ist so drückender Kopfschmerz irgendwie. Okay, einseitig oder beidseitig? Beidseitig. Das drückt ganz vorne, ganz Stuhl drückt. Vielleicht, weil ich genau das Metall vorgekriegt habe. Hatten Sie schon mal irgendwelche Gehirnerschütterungen, Gehirnverletzungen? Nein, noch nie. Ich bin kerngesund. Okay, sonst irgendwelche Erberkrankungen? Auch nichts. Alles Mögliche? Auch nichts. Okay, dann würde ich früher sagen, hat man mir gesagt, ich habe Eselitis. Hallo. Eselitis. Ja, sieh. Was ist... Meine Mutter hat immer gesagt, Miguel, du hast Eselitis, du bist ein Esel. Ja, okay, ich glaube, das ist schlimm. Keine schlimme Krankheit. Bist du sicher nicht, dass ich sterbe da dann? Meines Wissens nach nicht. Nee, ich würde es jetzt einmal rüber mit in den Röntgen nehmen, einfach kurz einmal von Ihrem Kopf ein Bild quasi machen, damit ich sehen kann, was in Ihrem Kopf los ist, ob da nicht irgendwelche Verletzungen sind. Grundsätzlich gehe ich mal erst davon aus, dass es wahrscheinlich eine kleine Gehirnerschütterung ist. Als ich gefahren bin, ist nichts Schlimmes, klingt immer schlimmer, als es ist. Im Prinzip ist das quasi, dass ihr Hirn ihre Nerven einmal kurz resettet, weil das Hirn quasi gegen die Hirn geschleudert wurde. Das ist sehr unangenehm. Ich werde den anzeigen, den Polizisten. Ne, kannst du mir Attest machen oder was das hier bestätigt, weil der mich Mordanschlag gemacht hat? Ich hole locker 5000 aus dem raus. Ich kann Ihnen leider lediglich quasi eine Bescheinigung darüber ausstellen, dass Sie eine Gehirnerschütterung haben. Alles Weitere müssen Sie mit den Polizisten und der Justiz ausmachen. Ja, der wollte mich umbringen. Ne, ich will 5000 dafür haben. Wie gesagt, klären Sie das mit der Justiz. Ich mach das. Die sind da spezialisiert. Die können sich im Zweifel gerne an mich wenden. Wie ist der Name, Herr Medik? Das wollte ich Ihnen gerade geben. Ich gebe Ihnen einmal meine Visitenkarte. Ich würde Ihnen sie geben, wenn ich nicht kuscheln müsste.
Bitte schön, da ist ja direkt meine Telefonnummer mit meinem. Können sich die Justiz. Ja, genau. Können sich. Yoshikatsu. Yoshikatsu, genau. Yoshikatsu. Ja, Yoshi geht auch. Yoshikatsu. Oder herein. Hey Yoshikatsu. Ich werde auf Sie verweisen. Genau, soll aber kann ich ein Kopfschmerztablette haben? Genau, das hätte ich jetzt gemacht. Ich möchte, wie gesagt, noch mal kurz rüber mit Ihnen ins MRT bzw. Röntgen und dann können wir. Okay? Machen wir. Wo geht es lang? Hier? Geradeaus hinten links. Ne, das möchte ich dann noch mal kurz nachschauen und dann passt das. Yoshikatsu. Ich muss das merken, weißt du? Alles gut. Yoshikatsu. Ich bin der einzige Medic mit violetten Haaren, von daher, ich bin relativ Herr Kasu, merkbar. Ich werde das merken. Okay. So, dann legen Sie sich einmal drauf, bitte. So, ganz bequem. Perfekt, dann mache ich das einmal eben hier hinten am PC an. Habe ich das drauf gebindet? So. Dipdi-dipdi-du. Sonst geht's Ihnen gut. Keine Übelkeit, kein Schwindel. No, gar nichts, nur Kopfschmerz. Schauen wir uns mal die Bilder an. Okay. Sieht soweit in Ordnung aus. Bis auf den Kopfschmerz sollte da auch nichts Bleibendes da bleiben. Mit anderen Worten, Sie kriegen die gewünschte Schmerztablette und kommen am besten in den Darf ich zwei haben? Eins für später noch? Sie kriegen eine kleine Packung von mir, da sind 10 Stück drin. Super. Die sind nicht besonders hochdosiert, wenn es da Probleme gibt. Kommen Sie wieder, Sie wissen, wo wir sind, und dann sollte das hinhauen. Achso. Ich bin kurz eingeschlafen, weil Sie für so viel geredet haben. Ja. Wow, habe ich jetzt auch verstanden. Bitteschön. Dankeschön vielmals, Herr Yoshikatsu. Wo ist der Ausgang? Der Ausgang ist gerade hinter Ihnen, rechts. Ich danke beim Ihnen. Aufzug. Ich komme nochmal auf Sie zu, und es kann sein, dass ein Anwalt oder so Sie anruft. Ja. Die Frage, die ich Sie jetzt noch stellen müsste, haben Sie Bargeld dabei, weil wir haben den Rechnungsblöcke noch nicht bekommen. Was kriegen Sie von mir? $50. 50? 50. Weil, wie gesagt, Rechnungsblock geht leider noch nicht. Ja, ich habe gegeben, hast du gekriegt, 50? Perfekt, dankeschön. Gut, dann wünsche ich Ihnen was, wenn wir, Sie wissen, wo wir sind. Wenn Sie sich hinlegen möchten, wir hätten auch noch Zimmer. Nein, geht schon. Gut. Ich habe nur kurz... Hier vorne rechts am Aufzug. Ich wünsche Ihnen was. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche den Herrn mit dem Cowboyhut. Ach, da sind Sie, Krimineller. Ja. Kann ich Ihnen helfen? Sie sehen vielleicht ein bisschen aus. Ich wollte das Ganze noch aufklären. Ich habe gesagt, dass man muss noch kurz etwas zu Ende besprechen. Aufklären. Ey, der Typ, ne, mit seinem komischen scheiß Fischhut, der raubt den Geldautomat aus, ja? Ich warte, bis Sie kommen, um Zeugenaussage zu machen. Ich renne über die meine Straße auf Sie zu. Ich rufe noch Polizia. Guck, dass ich neben dem Fahrzeug laufe. In dem Augenblick, Sie machen Sie einen Schlenker und halten Sie voll auf mich zu. Ja, ich fürchte, das lag daran, dass ich... Ich fordere Schmerzensgeld von Sie. Ja, ich kann das natürlich nachvollziehen. Wie viel hat Sie denn die Behandlung gekostet, wenn ich fragen darf? Ja, nur $50, aber das ist nicht so schlimm. Ja, natürlich, das ist mir auch klar. Ich versuche nur kurz meine Lage zu erklären, dann kommen wir zu dem anderen Part. Und zwar war ich ja auf Anfahrt und war ein wenig mit der rechten Tür beschäftigt, weil die ja geöffnet war. Die ging irgendwie nicht zu durch mein Fahrverhalten. Und vermutlich habe ich sie dann einen Augenblick übersehen. Ich habe sie nämlich gar nicht wahrgenommen, sondern den Geldautomaten gesehen. Und dann habe ich einen Schlenker gemacht, damit die Tür zuschlägt. Und dann habe ich sie, fürchte ich, erwischt. Ich habe großes Verständnis für Ihre Situation, Herr Polizier. Ja, klar. Aber das ändert nichts daran, dass ich so starke Kopfschmerzen habe, dass ich ein ganzes Paket Schmerztabletten gekriegt habe und dass mir nahegelegt wurde, ein bisschen Bettruhe zu halten. Ja, deswegen lege ich mich hier auch manchmal so hin. Auf dem Boden würde ich mich nicht sehen. Weil ich irgendwie ein bisschen Ruhe noch brauche. Leute. Das heißt, ich habe Verdienstausfall.
So, ja, klar, und irgendjemand, der so muss doch dafür aufkommen. Ich weiß nicht, was ich soll ich jetzt machen, nachdem ich einen Stoßflügel in das Gesicht irgendwie reingekriegt habe, hier so starke Schmerzen habe. Ich kann locker 3 Tage nicht arbeiten. Arzt kann das bestätigen. Herr Yoshikishuki oder so heißt der, mit pinkes Haar. Ja, und ich hoffe, dass sie mir irgendwie Entschädigung können für meinen Fährdienstausfall. Okay, was arbeiten Sie an zurzeit? Ich bin Zebreselzüchter. Wie bitte? Ich habe Zebreselzüchter. Zypressenzüchter. Zebreselzüchter. Okay, also Sie sollten vielleicht etwas leiser sprechen. Können Sie mal aufhören rumzuschreien, danke. Halt den Schnauze. Tu deine Schnauze. Gut, jetzt beruhigen Sie erstmal. Ich weiß, Sie sind aufgebracht und stehen unter Drogen, aber ich kann nichts sollten dennoch nicht andere Menschen noch aggressiv machen. Okay, stimmt, hörst du nicht. Okay, ich weiß nicht, wie viel man als Zypressenzüchter verdient. Sie sind tatsächlich der Erste, den ich getroffen habe. Na, Zypressenzüchter, ich mache am Tag mache ich 2000 Dollar aus. Locker. Ah, ja, eigentlich okay. Mehr, ja, aber nicht, dass es hier heißt, ich würde bescheißen oder was. 2000 ist Mindestumsatz an einem Tag, was ich mache. Okay. Ich kann Ihnen Folgendes vorschlagen. Ich würde Ihnen anbieten, dass ich Ihnen 3000 Dollar gebe, also der Hälfte dessen, was Sie eigentlich verdienen würden. Ein übernimmt ja auch die Krankenkasse einen Teil des Geldes. Ja, dann kann ich zumindest für die Zebresers neues Futter kaufen, damit ich weiß, das ist einverstanden. Genau, das ist der eine Punkt. Und zum anderen war ich natürlich auch auf Einsatzfahrt und hatte kurz Fernsehen. Die sind auf die Straße gelaufen, was natürlich auch eine Gefährdung ihrer selbst ist. Aber ich verstehe natürlich, dass das unglücklich war, dass ich direkt auf sie zugesteuert habe. Ich habe am Straßenrand 7 Babys. Haben Sie mir zufällig Ihre Telefonnummer? Ich muss das. Ich habe natürlich keine 3000 Dollar bei dabei. Ich habe das Fahrzeug hier. Selbstverständlich. Sie können mich mitnehmen zum Automat einfach. Dann machen wir das so. Wissen Sie, was man damit anfangen kann? Wenden Sie sich mal. Tschüss, Herr Kishikashko. Ach, an die Polizei muss ich mich da wenden. Also, ich sag mal so. Das sind meine Zebrasers, ne? Ich kenne deinen Namen Zebresels noch nicht. Hallo Frank! So, kleine Elka. Gib mir mal das Baby. So. Oh, das kommen aber viele kleine Babys raus. Danke, Elka, ne? Machst du neue, ne? Machst du neue Babys wieder? Schläfst du hier vorne beim nächsten Mal? Am besten mit, hier, mit Achim. Ja, da kommen bestimmt starke Babys raus, ja, weißt du Bescheid. Ilka, schön mit Achim ein Baby machen, ne? Weißt du Bescheid? Ich komm wieder und hol das. Was macht ihr hier? Was macht ihr auf meinem Gelände? Na, noch ist nicht dein Gelände. Das ist mein Gelände. Nein, hier ist die Straße. Ob die Straße oder nicht, was wollt ihr hier? Habt ihr vor, mein Zebresels was anzutun? Nein, ich wollte sie nur streicheln. Du wolltest den Zebresels streicheln? Ja. Woher weiß ich, dass du keinen Scheiß mit dem machen willst? Das ist die Pisax oder so, mit dem Stock und pickst sie. Ich würde ja sagen, tasten Sie mich ab, aber dabei würde ich mich sehr unwohl fühlen. Ich weiß nicht warum, ja, aber ich glaube euch das mal. Macht keinen Scheiß mit Zypressers, ja? Nein, wir sind lieb. Ich glaube euch das mal. Hab Schatz! Pass auf, manchmal beißen die, ne? Sei vorsichtig. Erst die Hand langsam hinhalten, wenn es schnuffelt, dann kannst du streicheln. Nicht bevor es geschnuffelt hat. Sehen die so komisch aus? Die sehen nicht komisch das aus. Das ist Zebresel, was sieht denn daran komisch aus? Es mut sogar. Ich finde, die haben ein komisches Hinterteil. Feines Zebresel. Redhead, vielen Dank für deinen Sub, herzlich willkommen. Was machst du da? Ich hab was geguckt. Können die sich fortpflanzen? Die können nicht fortpflanzen. Hast du hier seinen Arsch geguckt? Durch den Arsch pflanzen die sich nicht fort. Das. Hallo? Guten Tag für Sie. Wo ist denn der Besitzer hier von dieser Ranch? Das bin ich. Was kann ich für dich tun? Ich habe Babys am Straßenrand gefunden, am Highway. Ich war beim Arzt damit. Ja. Zebreser Babys.
Könnte gut sein, ich war, bin mir nicht ganz sicher. Der Arzt hat gesagt, ich sollte die mal hier vorbeibringen. Das war so ja, ein Typ, ledernen Haaren. Ja, manchmal laufen die weg. Wenn du hast, du Zebrezel-Babys, einfach hier vorne in die Brutkästen reinlegen. Mhm. Ja, und irgendwann schlupfen da neue Zebrezels raus. Einfach hier vorne. Ja, manche denken, das ist ein Futtertrock, aber das ist Brutkasten. Hier ist es ein Baby, das, kannst du reinmachen. Das sind irgendwie alles Frauen. Sie. Und wie können die Babys machen? Ja, das ist ein Geheimnis. Na, aber... Glaubst du, wenn ich das verraten würde, wäre ich der einzige Zebrezel-Züchter in ganz Los Santos? Ja, nein, aber das ist... Siehst das du? Wie mit Fröschen. Fröschen können sich ja auch... so fortpflanzen. Oh. Kann ich ihnen die so in die Hand drücken und sie legen die da rein? Machen wir das so? Wieso? Die kann ich nicht direkt da reinlegen. Ihr ja, legt die einfach weg. Es hat mich angemut. Jo, gut. Warum macht das doch? Ein Zypress übers Mut. Sehe. Wünsche ich noch einen schönen Tag. Das gleiche für Sie. Danke fürs yes. Vorbeibringen. Jo. Wenn ihr hier irgendwas entwendet, ne? Die erzählen mir das. Ich habe eine innere Verbindung mit denen. Achso. Dann werdet ihr eures Lebens nicht froh. Also seid artig zu denen. Wie heißen sie denn? Wer ich? Ja, du. Guck mal auf dein GPS. Was steht denn hier dran an der Farm? GPS. Schlofthof. Das bin ich. Ah. So. Freunde, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch kein Streichelzoo, sondern meine Zebrezel-Farm. Jetzt geht mal alle von dem Grundstück wieder runter, bitte. Ich habe hier ein ganz anderes... Das ist gerade umgefallen. Was ist umgefallen? Ja, mein Mann, der liegt da. Elliot, vielen Dank für deinen Sub. Herzlich willkommen, Dankeschön. Warum der wurde wahrscheinlich von den Sagen Sie mal, was kann man denn hier mit den Eseln machen? Gar nichts kannst du damit machen. Das ist mein Zucht. Ja, wie kann verkaufst du die nicht, oder was? Nee, das nicht zum Verkauf. Nur zum Angucken. Nugat Schnitte, Dankeschön für deinen Sub. Herzlich willkommen. Schön. Wo ist jetzt dein Mann? Ich hab gesagt, Hand hinhalten, wenn das nicht geschnuffelt hat, nicht streicheln. Selber schuld. Genau dieses hier. Das hat was kostet gebissen, denn das Kilo Zitrone? Dann ist er noch ein paar Meter gelaufen, ist er umgekippt. Ja, betreten ihn auf eigene Gefahr. Wollen Sie mir nicht trotzdem nicht helfen? Wie soll ich Ihnen helfen? Was kostet denn so eine Pistole? Oh. Ein Zebrezel beißt niemals grundlos. Doch. No. Diesmal schon. No, der hat den bestimmt irgendwie gepikst oder so. Silberschuld. Ja, aber ich stand doch daneben. So. Ja und? Hast du gesehen, ob der den gepikst hat oder so? Ich meine nicht, dass er ihn gepikst hat. Meinst du oder weißt du, dass der hat es nicht gepikst? Ich bin mir ziemlich sicher. Hast du einen Medik gerufen? Die ist ja kaputt. Das oh, geht Scheiße, nicht. Das stimmt. Ja, viel zu Batman. Kann man nichts machen jetzt. Ja gut, ich bin mal der weiter. Sieht schon schlimm aus, ja. Ja, nicht mein Problem. Mhm. Ja, sind aber netter. Polizia! Guten Tag für Sie. Guten Tag. Sag mal, bist du einer von denen eben gerade wegen den Spurzebrezels? Nein. Warte mal, du bist low, oder? Das ist so richtig. Wer hat denn den Vergnügen am Krankenhaus? Ach, Herr Miguel, ne? Sie, wie geht es Ihnen? Ja, mir geht's gut. Und wie geht's Ihnen? Ja, soweit so gut, aber ich suche irgendeinen Polizier. Ich habe den Namen nicht gemerkt. Und eben ging das Telefon nicht, deswegen konnte ich nicht aufschreiben. Einer schuldet mir $2000 aus. Gehen Sie mal zum PD, da sind gerade einige Polizisten, die alle noch auf Einteilung warten. Wollen Sie zufälligerweise auch einen Drogenspurzebrezel haben? Drogenspurzebrezel? Sie. Nee, ich habe aber einen Drogenspurmaulwurf. Wollen Sie mal hinten gucken? Das kann nicht so gut sein. Das Problem ist halt nur mit Geruch halt. Das ist richtig, der ist doch blind.
Ja, genau. Bei mir kannst du ein Zebrasel-Baby erwerben, welches du selber aufziehen musst, welches die Eigenschaft verfügt, über 3,75 Kilometer eine Drogen, was du ihm vor dem Nase hörst, zu riechen. Viel, ja, das viel besser wie ein Hund oder so etwas. Aber dann ist ja wieder das Problem, Sie sagten ja gerade schon, ich muss das ja selber aufziehen. Ich habe, glaube ich, genug zu tun mit dem, ich sag mal, mit dem Haufen. Ja, aber du bist doch Chef, oder? Und ich lasse das Ben anders für dich aufziehen. Meinen Sie ernsthaft, Herr Miguel, ich meine, ich schätze Sie so ein, dass Ihre Zebrasel-Zucht und das alles Ihnen hochheilig ist. Ist das richtig? Nee, das ist das. Deswegen, so, ich verkaufe das auch nur an den Polizier. Das ist ja gerade genau das Ding. Denken Sie ernsthaft, ich kann da irgendeinen dann einfach dran lassen, der sich um das kümmert? Wie kann ich denn dann sicher gehen, dass er das ordentlich macht? Und das ist richtig. Sehen Sie? Ja, okay. Das ist halt die Sache. Passen Sie auf, Herr Miguel. Okay. Warten Sie mal kurz. Ich fahre mal ganz kurz rechts ran. Wir brauchen ja nicht hier auf der Straße stehen. Warten Sie mal. Ich stelle mein Fahrrad auch mal auf dem Seite. Entschuldigung, wenn ich hier dazu stretche, aber wäre vielleicht nett, wenn Sie an die Seite gehen können. Ja, was machen wir denn gerade, ja, du Vogel? So, danke. Ja, alles gut. So, passen Sie auf. Funktioniert Ihr Handy aktuell? Nee. Gut, meinst du mich nicht? Wirklich nicht? Nein. Hast du keinen Akku? Ich muss Akku erst besorgen, ja. Ah, okay. Waren Sie aktuell bei Aldi Talk schon? Wissen Sie, wie teuer so ein Akku ist? $50. Na gut, das werde ich dann gleich noch machen. Passen Sie auf, können Sie mir einmal Ihre Handynummer geben? Dann würde ich sie einsprechen, dann würde ich mich bei Ihnen einmal melden. Nee. Und, wollten Sie mit mir kuscheln? Ja, das muss man. Achso, okay. Hast du gekriegt? Habe ich gekriegt. Oh, 555, 8, 7, 9, 340, 523. Alles klar, gut. Ich werde Sie kontaktieren. Nee. Sogar vielleicht auch sein, dass wir dann, also ich weiß nicht, wenn ein Beamter schon so ein Zebrasel gekauft hat. Nee, hatte ich gekauft. $2000. $2000, okay, passen Sie auf. Ich werde mal nachfragen, beziehungsweise wir werden diese Zebrasel. Rosamin, vielen Dank für deinen Sub, herzlich willkommen. Und wenn die halt so gut sind, dass sie halt wirklich besser als ein. Figo, danke schön auch für deinen Sub, herzlich willkommen. Vielleicht sogar noch eine Massenbestellung. Ja, das ist, ich hab 5 noch. Die haben 5 noch. Ja, nur, ich muss die loswerden, weil die passen nicht in meinen Kosten-Nutzen-Faktor, weißt du, ich mache Minus. Ja, ja. Deswegen, ich dachte, die einzigen, wo ich dem gebe, ist das Policy, weil die passen ja darauf auf, die können das gebrauchen, das hilft dem Staat und sowas. So, aber ich habe nur noch 5. Also ich hatte 6 Einzels verkauft schon. Okay, dann werden wir... Sind die auch in der Lage, in den jungen Alter, sage ich jetzt einfach mal schon, Drogen aufzusperren? Sie, sehen Sie. Aber wenn Sie noch ganz Baby sind, du solltest ein paar Tage warten. Also mit ganz Baby, das überfordert Sie. Und dann nachher, er dreht es durch oder so etwas, weil dem Kind halt nicht schon gewesen ist. Also ein paar Tage solltest du streicheln und lieb haben. Vielleicht auf Beifahrersitz setzen oder sowas. Ja. Ja gut, dann werden wir das erstmal machen. Rico, danke schön für deinen Sub. Was geht ab? Danke schön auch für deinen Sub. Herzlich willkommen euch. Und wenn die halt wirklich so gut sind, dann werden wir sie eindeutig kontaktieren. Dann, wenn sie dann vielleicht noch die 5 überhaben oder so, vielleicht kaufen wir ja die 5 dann nochmal. Ja, sie. Du kannst einfach anrufen. Ich versuche mal kurz den Kollegen zu finden, der mir noch $2000 schuldet. Machen Sie das. Am PD, wie gesagt, da sind noch mehrere. Versuchen Sie da einmal Ihr Glück. Okay, ich mach das. Danke. Ich wünsche Ihnen was. Forget about this place, I don't wanna leave here if you're just gonna stay. Changing like the seasons.